Wie als Trio sind sie eigentlich eine sehr homogene Masse, aber sind eigentlich sehr individuell auch für uns ausgerichtet. Zum Beispiel Paul, du kannst Paul einen Beat geben und 10 Minuten und Paul schreibt dir, was er die letzte Woche komplett gemacht hat, in 10 Minuten auf. Ich bin sehr lyrisch und Storytelling-mäßig, bei mir geht es eher sehr tiefgründig in die Richtung. Und Tim, der wo hier gerade links sitzt, aber imaginär, der kann alles. Der kann auf jeden Fall so, der kann sowohl gut auf Punchlines rappen, der kann auch gut Stories erzählen, der kann auch gut Hood Report machen, representing-mäßig. So, also jeder kann eigentlich alles, was auch der andere kann, inwiefern irgendwie, aber jeder hat so seinen Stil, den er irgendwie austrägt. Also an sich würde ich es als ausgefallen betiteln, so. Wenn ich das jetzt jemandem erklären müsste, so, der eine Ahnung davon hat, so, dann würde ich sagen, so, ja, das geht so in die 90er, 2000er Hip-Hop, na, Boom-Bap nicht mehr so viel, aber so ungefähr in die Richtung. Und wenn ich es halt jemandem erzählen müsste, der gar keine Ahnung davon hat, so, dann würde ich halt einfach sagen, so, dass ich auf Kopfnicker-Beats von meinem Leben erzähle. Ja, also und bei mir ist es pur Boom-Bap. Pur. Ja, der ist ganz schlimm, der hat eine Phobie gegen ganz andere Beats. So. Also, Ich so der bin. Tim zum Beispiel, der könnte auch auf einem Techno-Beat rappen so, und das wird krass kommen so, und ich würde mich vielleicht daran versuchen, so, aber der bleibt bei 90 BPM. So, Ich bin wenn, bei 90 BPM. so. Was sagt die Zukunft? Hobby oder Profimusiker? Profi auf jeden Fall. Da gibt es gar keine Diskussion. Punkt. Bei mir bleibt es beim Hobby. Ich bin gerade fokussiert aufs Lernstudium und für mich ist Musik immer so ein Hobby, so eine Art Ventil, um aus dem Alltag zu flüchten. Weil wenn man sich da irgendwie zu viel reinsteigert und am Ende es nichts wird, dann hat man ja keine Perspektive mehr und dieses Risiko gehe ich nicht ein. Also von der Seite würde ich auch sagen, dass es nicht so ist, dass ich keinen Plan B hätte, so, weil so wenn es nicht klappt, so, dann falle ich nicht so auf die Fresse, sondern bin ich schon ein bisschen abgesichert, so was Ausbildung an sowas angeht, so, aber durchstarten will ich auf jeden Fall mit Musik und nicht mit was auch immer. Du willst wieder vorlesen, so. Jetzt bin ich dran. Ach so, Wie oft probt ihr gemeinsam in der Woche? Wir hatten bis jetzt nur eine Probe dort im Proberaum, eine vor unserem Auftritt hier genau auf der Bühne und eine im Park. wir hatten ja noch nicht so viele Auftritte, so, also hält sich das auch mit den Proben dann relativ in Grenzen, so. Wie prägt euch Ulm in eurem künstlerischen Schaffen? Also mich auf jeden Fall, weil ich ja tatsächlich viel von meinem Alltag erzähle, so, und da ich den Alltag ja hier erlebe, weil ich ja hier wohne, ist es auf jeden Fall schon ein großer Bestandteil davon. Da ich ja mitten in der Stadt wohne, habe ich auch sehr viel Kontakt zu Menschen und diese Eindrücke, die gebe ich halt in meinen Lyrics wieder. Klar, wer wird nicht von der Stadt, wo er schon seit 20 Jahren lebt, geprägt? Ne? Wir repräsentieren uns und Ulm. Uns und Ulm, weil wir stolze Ulmer sind. Was bedeutet Musik für euch? Boah. Boah, was bedeutet Musik für uns, Dicker? Alles. Musik heißt Leidenschaft und Leidenschaft sollte man wirklich in alles, was man im Leben macht, irgendwie reinbringen, weil so lebt es sich halt viel besser und das ist dann auch irgendwie dann gleichzusetzen damit, dass man mit Musik viel besser lebt. Und Musik ist ja auch Kunst. Also das ist nicht irgendwie inwiefern Kunst, es ist Kunst. Ich wollte schon immer so etwas Größeres sein. So, ich wusste, ich bin für was Größeres bestimmt. So, ich wollte entweder, egal was, um was es geht, aber ich wollte nicht nur so ein 0815 Bürger sein, so, der so für sich lebt, sondern ich wollte halt schon, dass man mich sieht, dass ich irgendwas mache, wofür man mich bestaunt. Und da ich jetzt Musik mache, ist es auf jeden Fall so meine Passion, würde ich schon sagen, so, und So ja. zum Thema 0815 Standardbürger. Das, was wir drei hier gemeinsam haben, ist, dass wir so einen wirklichen Ekel auf Standardthemen haben, so auf ein Standardleben, auf Standardmaße und so. Wir mögen es wirklich, wenn wir uns als ausgefallene Menschen präsentieren können. Das ist, Ja, das stimmt. also das wurden jetzt irgendwie zwar noch nie angesprochen, aber so das merkt man irgendwie. Welche Themen bearbeitet ihr in eurer Musik? Oh. Also bei mir kommt es tatsächlich immer darauf an. Also ich bearbeite eigentlich keine Themen, von denen ich keine Ahnung habe. So. Also meine Mutter hat zum Beispiel zu mir öfters gesagt, so dass sie sehr traurig wird, wenn sie meine Musik hört, weil die ganzen Themen auch alle sehr traurig sind. Weil entweder ich rap halt darüber, was ich halt tagtäglich mache, so, und das ist dann halt. Entweder ist es lustig, asozial und was auch immer, oder ich gehe halt wirklich in die Materie so und rap halt wirklich von was in mir drin ist, so von meinem Schmerz, und dann tut es natürlich halt auch schon ein bisschen weh, wenn die Mutter das dann hört und merkt, okay, ihr Sohn ist jetzt nicht gerade allzu zufrieden so. Aber ja, also man therapiert schon viel damit, was man sieht, was man erlebt, was man fühlt.